So, kurz noch ein paar Dinge zu diesen Binomialkoeffizienten, die ja vorhin schon mal vorgekommen sind. Nochmal zur Erinnerung, wir hatten gesagt n über k, damit meinen wir, dass wir hier oben sozusagen runterzählen, n mal n minus 1 mal n minus 2 und so weiter und gleichzeitig hier von dem k runterzählen, k mal k minus 1 mal k minus 2, bis wir bei der 1 angelangt sind. Und oben müssen das genauso viele Faktoren wie unten sein. Also rechnen wir hier runter bis n minus k plus 1. Dann haben wir oben und unten genau gleich viele Faktoren stehen. Beispielsweise 11 über 4 würde bedeuten 11 mal 10 mal 9 mal 8, 4 Stück. Und hier unten auch 4 mal 3 mal 2 mal 1.